Birte Gernhardt. Rund 600 Ruderer von 75 Schulen und Vereinen aus ganz Nordrhein-Westfalen legen sich auf dem spiegelglatten Wasser des Fühlinger Sees in verschiedenen Bootsklassen ins Zeug. Im Kampf um die Kölner Schülerregatta und die Kölner Stadtmeisterschaften. Auf den Schultern der Schüler des Schülerrudervereins Gymnasium Kreuzgasse lastet die Pflicht der Titelverteidigung. In den vergangenen 3 Jahren konnten die Jungs und Mädels die Stadtmeisterschaft für ihre Schule klar machen. Charlotte Kubitz ist die erste Vorsitzende des Rudervereins. Sie passt auf, dass alle Boote rechtzeitig an den Start kommen und ist sehr zuversichtlich. Ich denke, wir haben gute Karten, weil wir in den letzten Jahr viel gearbeitet haben und viel am Training verbessert haben. Und ich denke, das wird knapp werden, wenn wir es nicht schaffen. Ein Rennen hat Charlotte bereits hinter sich. Im Einer musste sie sich knapp Christina Sternberg aus Erkrath geschlagen geben. Nun startet Charlotte noch im Mixed-Zweier gemeinsam mit ihrem Kollegen Max. Doch im Startbereich müssen Charlotte und Max noch warten, denn zuerst gehen die Einer an den Start. Das Warten auf den Start kann ganz schön nervenaufreibend für die Schüler sein. Das weiß auch Trainer Daniel Knoblich, ehemaliger Schüler des Gymnasiums Kreuzgasse. Man muss sich doch sehr stark konzentrieren und es kann halt auch sehr viel schief gehen. Und so ist man vor dem Rennen sehr nervös. Wenn man dann am Start liegt und der Startrichter sagt, so jetzt sind es noch 2 Minuten, dann legt sich so diese Nervosität ein bisschen und man findet ein bisschen Ruhe und konzentriert sich auf diesen Start. Und sobald das Loskommando kommt, ist die Nervosität dann auch weg und dann gibt man einfach nur noch Gas. Kommt dann irgendwann der Punkt, wo es weh tut, wo man denkt, man kann nicht mehr, wo man dann wirklich sich durchbeißen muss. Und so die letzten 100, 150 Meter, dann tut es halt schon sehr, sehr weh, aber irgendwann schüttet der Körper das Adrenalin aus und dann kommt man in den Endspurt und versucht alles zu geben, was geht. Und wenn man es richtig gemacht hat, ist man dann nach dem Rennen richtig, richtig fertig. Charlotte und Max kommen fertig, aber auch enttäuscht als letztes Mixboot ins Ziel. Doch die Stadtmeisterschaft-Gesamtwertung ist noch nicht in Gefahr. Es stehen noch zahlreiche Entscheidungen aus. Am Steg gehen gerade Rebecca und Louis aufs Wasser. Rebecca rudert erst seit 1,5 Jahren. Doch auch die beiden Jüngsten des Schülerrudervereins Kreuzgasse müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Dennoch erhalten sie Applaus, denn hier geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern eben auch um den Spaß an der Sache. So ist Rebecca dann auch nicht wirklich traurig. Nö. Ich find's gut, dass ich nicht reingefallen bin. Vorher durfte Rebecca schon den Vierer der ehemaligen steuern. In dieser Bootsklasse wurde die Kreuzgasse immerhin Zweiter. Es war eigentlich ein Mix-Vierer und die anderen sind alle nur mit Männern gefahren. Und deshalb ist es eigentlich schon ganz gut. In der Klasse der ehemaligen gibt es auch noch ein Einerrennen, das hier zu einem internen Kreuzgassen-Fight ausartet. Sowohl Daniel Knoblich als auch Felix Wesseler und Julien Thiré vom Gymnasium Kreuzgasse rudern mit und werden von den Schülern lautstark angefeuert. Gewinnen kann dann allerdings Leon Kellermann vom Gymnasium Tusnelder Straße. Bei den Kreuzgässlern liegt Daniel Knoblich mit dem 2. Platz ganz vorne. Die Ehre, Felix zu besiegen, das baut ganz schön Energie auf. Dieses Einerrennen war eines der letzten des Tages im Wettbewerb der Stadtmeisterschaft und Schülerregatta. Während die Boote abgeriggert werden, warten alle gespannt auf die Ergebnisverkündung. Tatsächlich darf sich dann der Schülerruderverein Kreuzgasse am Ende wieder einmal über die Stadtmeisterschaft freuen. In der getrennten Wertung der Kölner Schülerregatta, die aus ganz Nordrhein-Westfalen besucht wird, belegt der Kölner Schülerruderverein den 3. Platz. Alle sind stolz und glücklich. Charlotte liegt es arg am Herzen, ein wenig Werbung für ihren Sport zu machen. Ich habe angefangen, einfach so, um es mal auszuprobieren. Und dann bin ich eigentlich wegen den Leuten da geblieben, weil einfach der Verbund im Verein so toll ist. Und natürlich auch, weil es ein schöner Sport ist, der im Freien ist, den man auf dem Wasser machen kann und der auch sehr angenehm ist für den Körper einfach. Ein wirklich toller Sport und viele sympathische Sportler. Zum 4. Mal in Folge können die Ruderer vom Gymnasium Kreuzgasse aus Köln ihren Titel als Stadtmeister deutlich verteidigen. Herzlichen Glückwunsch, Kreuzgasse! Und dann gratuliere